Bevor ihr alle gesagt habt, dass ich obdachlos bin und ist das, habt ihr den Prank nicht verstanden. Seid ihr alle ready? Der Song war vor jedem Song draußen. Der Song ist aber auf eine Sprache, die du nicht verstehst, oder, Farid? Ja. Und ich sage in diesem Song, in der ersten Zeile: Don't cry, cause it's lonely, cause it's killing me slowly. Ich bin ein einfacher, obdachloser Musiker. Und sie schreibt mir da drauf in ihrem Handy: I love you slowly, cause it's killing me slowly. Ich bin ein einfacher, obdachloser Musiker. Und sie schreibt mir da drauf in ihrem Handy: I love you. Ich bin kein Held, du bist ein einsamer Diamant. Wieso schreibst du mir immer im Handy: I love you, Farida? Sag mir Schönheit, was gefällt dir nicht? Ich will doch einfach nur dir gefallen, Farida. Sag mir doch, meine Prinzessin, was gefällt dir nicht an mir? Ich versuche doch irgendwie dir zu gefallen, Farida. Irgendwie antwortest du mir nicht. Meinen Anruf lässt du links liegen. Du hast in die Tasche von Prada von dir, Farida, mein Herz versteckt. Das hat er verstanden. Nach dir, 100 Mal nach dir, bin ich schon nachgelaufen, Krasavice, aber du warst nicht da, Farida. Immer, immer und immer wieder. Weil du sagst doch, du bist da, aber ich finde dich nicht. Ich habe Aufnahmen, wo ich dich überall suche, aber du bist nicht da. Ich wollte dir das gönnen, auf süß, und dann sag, was ist los, Junge? Und so ein Gespräch hier führen. Ich glaube nicht, dass du aufpumpen würdest. Ich sage dir ehrlich, Prinzessin. Und dann habe ich das auf Russisch gesagt, weil ich dachte, du wirst es dir vielleicht übersetzen lassen. Nein, du hast bis jetzt nicht das durchziehen lassen. Und das ist so geil, Bro. Wow! Also schon wieder, ich bin ein einfacher, obdachloser Musiker. Und sie schreibt mir im Handy: I love you. Anna Pische Telefonie, I love you. Und ab hier wird ernst, Bruder. Ab hier ist so ein bisschen, das war ein bisschen zweideutig gemeint, aber das war auch echt gemeint. Aber das war auch auf die Situation bezogen gemeint. Das war allgemein gemeint, auf vielen Dimensionen gleichzeitig gemeint. Und sowas tun zu können, ist sehr gottlos, Bro. Stell dir vor, du beruhigst ihn zuerst auf Russisch, damit er es nicht versteht, damit du es 2 Wochen später sagen kannst. Und das ist schon online gewesen vor dem. Was? Was ist los? Genau das, Bro. Und jetzt machen wir hier weiter. Der ist aber so ein richtig, das ist jetzt einfach so ein geiles Song ab jetzt. Jetzt, ab jetzt hat es nichts mehr mit dieser Thematik zu tun, ab jetzt ist so einfach Song, okay? Tag und Nacht sind wir verflogen, du hast ja einen anderen gefunden. Wir wollten doch immer zusammen sein. Bitte hör auf zu weinen, mir ist selber sehr schlecht davon. Wow, hör auf zu weinen auf der Wange eines Engels. Sag mir, oh Schönheit, wo kann ich deine Liebe finden? Wieso bist du immer beschäftigt? Für uns beide gibt's gar keine Zeit. Sag mir, oh Schönheit, es wird dir bestimmt gefallen. Ich bin mir ganz sicher, es wird dir gefallen, wenn du bei mir bleibst. Und dann ist es erklärt. Dann ist es erklärt, Digga. War schon ein harter Song, Bro. Harter Song, Digga. Wow. 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 Ich muss selber drauf klarkommen, Digga. Krasser Song. I Love You heißt der auf Dings, Spotify. Richtig kranker Cover auch, Bruder. Heftiger Drip. Allgemein, wie Spotify aussieht, Bruder. Oder Apple Music finde ich nicht Baller Shit, Mann. Schau, und das Geile ist, ihr Bild ist trotzdem drin.
über 6000 Leute, die das auf iTunes gekauft haben, also Man in the Mirror auch noch immer kaufen. Glaube ich, habe dieses Bild in Mediathek, Digga. Das ist so geil. Das heißt, ich habe um 1,29 geschafft, das Krasseste, an dem was du dachtest bist, jeden anwichsen lassen zu können für 1,29. Und du denkst, ich bin traurig. Bro, ich mache aus jeder Scheiße Geld und belehre dann Menschen damit. Weil wie soll ich das mir sonst passiert? Ich wurde aber Terminator, siehst du, wie ich aussehe, Digga. Baller. Und es klingt halt so, weißt du, ich meine, Bro, das ist Rache. Für 1,29, Bruder. Zeus auf iTunes. Für 1,29. Und all das gehört dem Bläs. Das alles andere gehört dem Bläs. Ich will nur 1,29 auf iTunes, Walla. Und dass ihr auf Spotify hört. Mehr will ich nicht. Und ich laber ewig Scheiße für euch, Bro. Gar kein Problem. 1,29, Bruder. 1,29. Die kommen jetzt auch. Die werden jetzt auch kommen, Bro. Weil ihr müsst euch auch verteidigen in dieser dreckigen Welt. Wo sie denken, dass ihr mucken könnt. Verstehst du, ich mein Bro, das ist zu hart. Das ist zu kranker Scheiß, was da draußen abgeht. Obwohl du Herkules sein Vater bist, Bro. Natürlich macht das stark, es macht dich zu stark. Irgendwann kriegst du selber vor dir Angst, Mann. Weißt du, ich meine? Deswegen zeige ich euch einen sehr emotionalen Song. Ich hatte nie in meinem Leben quasi Covid genommen gehabt. Aber eine Zeit kam, wo das passiert ist und ich dachte, okay, wenn das kommt, werde ich bestimmt Menschen töten. Safe. Ich sage das jetzt nicht für die Linse oder so, ist das. Es ist so. Es war so ein Prinzip in meiner Welt, wo ich sage, okay, wenn zwischen mir und der, mit der ich alles gebe, so ist das passiert und ich glaube, ich tue so, als ob ich an die Scheiße hier glaube in dieser Matrix, dann werde ich töten, sorry. Und das habe ich auch so offen kommuniziert. Ich habe genauso ehrlich auch gesagt, so, in meinem Kopf war das so. Aber dann passiert es dir wirklich, Bro. Und dieses Prinzip, nachdem du dir gesagt hast, wenn das kommt, und du bist zu groß geworden, zu viele kennen dich, du musst politisch korrekt sein, in deinem Kopf ist aber das. Aber das geht nicht. Sie hat Kinder, sie ist ein anderer Mensch, wir leben woanders. Also testet dich dein Gedanke selber, verstehst du? Und dann musst du stark sein, ja. Dann musst du sagen, okay, also war alles, woran ich geglaubt habe, ein irgendwas, was ich selber so gedacht habe, ich könnte so hart sein, wenn es zu diesem Zeitpunkt kommt. Ja, dann f***st du deine eigene Mutter und jeden Prinzip, an den du geglaubt hast und tötest ihn. Und baust dich von neu. Und sagst dir, was soll ich machen, Bro? Soll ich den Was soll ich machen? Du kannst nichts machen. Du kannst nur für dich leben, weil du wahrscheinlich für jemand anderen gelebt hast. Und allein das war schon falsch. Und das verstehst du dann da. Verstehst du? Und wenn du dafür dann ein bist, dann bist du ein stolzer Nutzer. Es ist gut so, wie es ist, alles auf diesem Weg, wie es gekommen ist. Aber niemand hätte euch das so ehrlich gesagt wie ich und hätte auch besser getan. Weil jeder von euch, ob er deutsch ist, russisch ist, keine Ahnung woher er kommt, ist, wenn ihr sogar weiblich seid und euer Mann, mit dem ihr zwei Kinder habt, geht dir fremd mit deiner besten Freundin sehr lange. Ich weiß nicht, was du als Frau mit ihm getan hättest. Und glaub mir, ich habe nichts getan. Verstehen Sie Deutsch, Bro? Das ist das Ding, man. That's the shit, man. Jeder von euch reagiert in so einer Situation impulsiv mal. Verstehst du? Aber bis es dir passiert ist und alles verloren ist und man will sogar das, was du noch machst, irgendwie mitnehmen, das macht dich ja im Kopf sehr so, dann beruhigst du dich halt. Aber du siehst auf jeden Fall die Gesichter der anderen. Und du siehst, dass es ihnen nichts kostet, auf so einer großen Spielfläche zu spielen, wo so viele zuschauen dürfen. Und du bist trotzdem eine Hausfrau und warst immer eine Hausfrau und hast dafür dieses Geld bekommen. Als Hausfrau, egal was da drin passiert. Und als Hausfrau gehst du also raus und spielst aus derselben Spielfläche, auf den dein Ex-Ehemann gespielt hat und die Spielfläche aufgebaut hat, um auch eine Figur zu werden. Und genau das bist du, ja. Und das war auch ein Schock für mich, das zu erfahren. Aber ich verstehe jetzt, wie das Universum getickt hat. Euch sind eure eigenen Kinder nichts wert. Darum musste ich sagen, euch ist nur dieses Geld was wert. Ich musste wohl behalten werden, weil ich Geld einbringe. Versteht ihr das? Ich musste wohl behalten werden, weil dann das System manipuliert werden kann. Und du meinen besten Freund vor mir kennst.
damit ich vielleicht nicht Mucke mache. Versteht ihr diese Sachen, Digga? Und diese Sachen sind abgefuckt, Bro. Und du hast mit sowas Kinder. Und ich möchte das trotzdem schön lassen. Ist halt so, ja. Das System ist so, Freunde. Das System ist so, wenn man viel zu groß ist. Genau diese Geschichte macht dich so groß. Tupac war deswegen Tupac, Bro. Sonst wäre man nicht so. Passiert oft jedem dem Besten von uns. Und jetzt sehen viele, ach so, das ist normal, ich muss gar nicht sterben. Genau, zweites Prinzip, ich werde selber sterben. Selber sterben konnte ich auch nicht mehr, weil ich dann Kinder hatte. Ich muss ja für die wenigstens irgendwann so ein paar Cent überweisen. Weißt du, ich meine so? Aber ich lebe jetzt auch nicht für meine Kinder, ich lebe für mich. Meine Kinder sind eigenständige Menschen, es wird alles gut, Digga. Die haben schon meine DNA. Das ist schon besser als jeder, den es gibt da draußen. Beruhigen wir uns ganz schnell an dieser Stelle. Dankeschön. Und deswegen habe ich in dem Moment auch so gedacht, Bruder, sterben will ich auch nicht. Dann war ein dabei, der mir Kurs gebracht hat. Und ich war im dicken Kopf, Bruder. Und dieser Moment, wo ich Kurs genommen habe, ich habe in meinem Leben dreimal Kurs genommen, Bro. Dreimal. Und jedes Mal habe ich mich wie eine Null gefühlt. Weil das so, das ist nicht von Natur. Alles, was von Natur ist, ist meiner Meinung nach so einigermaßen okay. Aber das ist Chemie. Das war so für mich, in meinem literarischen Sinne zu meiner selbst, ich will mich damit mäßig. So, wenn man mich im Studio findet, auf Rockstar angelehnt, wenn was passiert auch, weil ich habe keine Ahnung, was Koks ist, Bruder. Ich habe bis jetzt nur nach Lulis geraucht und die haben immer gesagt, ich bin auf Koks. Weißt du, man, aber mir ist es scheißegal, ich höre mir das an, alles gut, Digga. Aber in dem Moment, wo die Frau und Kinder und das und 4, 5, 6, 7, 8, 10 und die wohnt in selber Stadt wie der und dies, das und du bist aber behindert, dein Kopf, Bro. Verstehst du? Mmh. Oh. Oh. Mmh. Nach diesen drei Lahlulis, das. Mmh. Dann habe ich quasi genommen. Dieser Chieno, der darüber erzählt hat, dass ich was geklaut habe, Huisos, und der quasi war dabei. Und du siehst, auf dieser einzigen Story versucht er 10 Propaganden zu machen, um Geld nicht zu teilen. Verstehst du? Das ist schon hart, Bro. Auf jeden Fall, wieso ich die Geschichte erzählt habe. Zu diesem Zeitpunkt habe ich aber einen Song gemacht trotzdem. Also selbst wenn ich Kopf genommen habe, habe ich einen Song gemacht. Ich dachte mir, auch wenn ich sterbe, wenigstens einen Song mitnehmen. Weil Kopf funktioniert anders, guck mal, was aus mir rauskommt. Und da gab es einen Beat. Der hatte mich sehr traurig gemacht, das war ein trauriger, trauriger Moment für mein Selbst. Und irgendwann, 6 Monate später, sah ich dann so aus, weil ich alles besiegt habe und drauf geschissen habe und gesagt habe, nie wieder so eine Scheiße, nur Mutter Natur will ich mit meinen Gedanken. Deshalb ist hier auch so eine Wassermelone. Oh. Als ich dann diesen Beat besiegt habe, ist dieser Song entstanden. Also nachdem ich quasi nie wieder gesagt habe, so eine Scheiße, verstehst du? Moment, der heißt, wie heißt der? Lunte. Genau. Pff. Bruder, das ist ein harter Song. Vielleicht zu viel verlangt für einen wie mich. Es ist das letzte Mal, dass meine Tränen weinen für dich. Es war das letzte Mal, dass ich dir zeig, wie ich eigentlich bin. Aber es ist so schwer in der Welt da draußen, weil ich nicht mal verstehe, wer ich bin. Weil ich nicht mal verstehe, wer du bist. Ich schwör bei Gott, so ein Leben tut weh.
Bist du vom Block, sind die Tränen noch echt. Und lose von Gott, sonst wär Hölle erfront. Und ja, mein Feind war nicht die Welt, es war mein Ebenbild. Und von sie zu plex und oft benebelt bin. Es vergehen da der Tage wie Minuten. Jetzt. Es gab ne Zeit, da konnte ich lange nichts mehr sehen. Tag wird später zu nem Traum. Hoffnung nicht stirbt, wenn mein Leben noch geht. Weil mein Liebesgedicht, er wird später zum Traum. Liebesgedicht, und jetzt. Bau mir ein Schloss außer meinen Tränen. Mit Hilfe von Gott den Segen, solang Hoffnung in mir pocht. Manchmal schwingt der Segen, denn Blut in meinem Blut, meine Sinne waren betäubt. Ich wollt mehr von diesem Zeug, ich hab's 100-mal bereut. Weg vor dieser Scheu, verpackte lila Zeug. Spalt und Wert betäubt, weil das System uns nur enttäuscht. Was sich nicht freut, nein. Gefühle betäubt, bunte Farben wie Frühlingsrollen. Gefühle betäubt, bunte Farben wie Frühlingsrollen. Rette mich, ich höre meine Stimme immer an. Rette mich, ich bin wieder mal verwundet an. Rette mich, ich komm hier nicht raus aus diesem dunklen Wald. Rette mich, das war für mich so ein Kapitel in meinem Buch, wo ich gesagt habe, okay, ich habe die Scheiße besiegt. Ich bin jetzt Beethovens Vater. Das war krass, Bro. Das war für mich echt krass, so diesen ganzen Pain so klingen zu lassen. Weißt du, ich meine, und dann denkst du so, blö, was? Was kann mich dann überhaupt töten? Nichts, Bro. Die wollen, dass du denkst, dass du sterben kannst. Gesundheit, Digga. Bei uns sagt man, das ist die Wahrheit, wenn jemand niest. Weißt du, man? Und das ist das Ding, Bro, Alter. Ist ganz wilde Scheiße und ich habe selber Schock. Wirklich. Du brauchst Moderator. Mm. Oh, ich würde euch gerne noch eine Sache erzählen. Eine letzte Sache würde ich euch gerne noch erzählen. Mm. Wow. Moment. Das sind eigentlich alles Real-Life-Stories. Sound meiner Wumme oder 100 Kriege. Erstmal, das ist so Intro zu so einer EP, dachte ich. So, das war so ganz schneller Drip, aber die Lines da drin.